Vodafone ordnet das Europageschäft neu, Beteiligungen werden abgebaut, strategische Partnerschaften wie mit Microsoft werden aufgebaut. Und heute bei PlusZ Plus Zertifikate haben wir zwei attraktive Produkte mit dem Cashflow für euch rausgesucht. Bis gleich. Da sind wir bei PlusZ Plus Zertifikate. Grüß dich, Flo. Grüß dich, Thomas. Wir haben die Vodafone rausgesucht. Da gab es einen Deal die letzten Tage. Die italienische Telekom-Tochter soll verkauft werden. Der Schweizer Bundesrat, also die Regierung oder der Schweizer Bundesrat eben, der hat zugestimmt, dass die Swisscom die italienische Gesellschaft kaufen kann. Und da gibt es einen Riesensondererlös, die der Vodafone zuschlägt. Und das ist dein Argument oder eines der Argumente, warum wir die Vodafone mal besprechen sollten, oder? Das ist mit Sicherheit, ich meine, es spricht eine Menge für, glaube ich, die Aktie. Sie ist zwar ziemlich schlecht gelaufen in den letzten Jahren eigentlich schon. Es ging stark bergab. Aber sie erlösen durch den Verkauf des Italien-Geschäftes 8 Milliarden Euro. Das ist bezogen auf den Market Cap von der Firma von rund 20 Milliarden Euro natürlich eine ganze Menge Holz. Sie haben letztes Jahr schon das Spanien-Geschäft verkauft, auch gegen Cash, hat auch sehr viel Geld in die Kassen gespült. Das führt dazu, dass es eine attraktive Dividende gibt und da die Zertifikate auf die Basiswerte ja keine Dividende auszahlen, rechnet sich das dementsprechend gut in das Zertifikat als Discount mit rein. Dazu kommt, dass die Gesellschaft ausgerufen hat, wieder ein bisschen mehr auf Attacke zu schalten. Dazu passt auch, dass, und das ist jetzt gerade eine neue Information in den letzten Tagen rausgekommen, im Deutschlandgeschäft der CEO ausgewechselt wird. Das Deutschlandgeschäft macht eine ganze Menge aus. Also vom Gesamtumsatz des Konzerns Vodafone Group. Und hier wird auch jemand installiert, der ein bisschen offensiver, ein bisschen aggressiver an den Markt geht. Der Alte hat keinen schlechten Job gemacht, aber die Wachstumsraten haben nicht gestimmt. Und man hat jetzt bei der Vodafone wohl beschlossen, man stellt auf Wachstum. Ja, und in England will man auch das Geschäft fusionieren mit Three UK. Also man will hier einen großen Telekom-Anbieter zusammenführen, um dann die 5G-Abdeckung groß rauszubringen. Man hätte dann über 28 Millionen Kunden allein in England. Und diese strategische Ausrichtung, wie du angesprochen hast, also Abbau in Italien, in Spanien, heißt Vermögenswerte abbauen und Kooperationen eingehen. Und da gab es eben zuletzt auch eine Kooperation, die unterzeichnet wurde für die nächsten 10 Jahre mit Microsoft. Es geht klar um KI, um Internet der Dinge und so weiter. Also hier holt sich Microsoft, also Vodafone mit Microsoft ein bisschen Zukunft ins Unternehmen rein und baut so ein bisschen die Altlasten aus dem Telekom-Sektor ab. Die Zahlen, die kommen Ende März, ab 14. Mai soll ein bisschen mehr über die Strategie noch bekannt gegeben werden. Du hast schon angesprochen, die Aktie sieht eigentlich im Chart schlecht aus, aber trotzdem ist sie attraktiv und vor allen Dingen mit Zertifikaten. Erklär uns das, was ist die Idee dabei und welche Rendite ist hier kurzfristig machbar? Ich habe zwei Produkte mitgebracht, grundsätzlich beide übrigens Société Générale Produkte. Die Stockchain stellt hier sehr, sehr attraktive Preise. Wir haben heute auch das erste Mal Quanto-Produkte dabei. Die Aktie ist natürlich in England gelistet, logischerweise somit in Pound, britischen Pfund. Beide Produkte sind Quanto-Euro, sprich sie sind währungsgesichert. Das heißt, egal was das britische Pfund gegen den Euro macht, du kriegst die Rendite, die die Aktie im Underlying macht und dementsprechend attraktiv ist das. Überhaupt hat die Stockchain, was Vodafone betrifft, sehr, sehr attraktive Preise. Warum sind die Preise ganz generell attraktiv? Ich hatte es eben schon angekündigt. Die haben eine unheimlich hohe Dividendenrendite, schüttet zweimal im Jahr aus. Wir sind bei über 10% dieses Jahr Dividendenrendite. Das ist eine ganze Menge natürlich. Die wollen das zwar nächstes Jahr halbieren, aber da ist, glaube ich, was anderes, was dagegen hält. Steht ein Aktienrückkauf im Aktienrückkaufprogramm im Raum. Das sollte der Aktie auch einen guten Schub geben, wenn sie die Dividendenrendite kürzen. Jetzt für den Moment sind wir noch bei einer Dividendenrendite von 10% und die hohe Dividende führt eben dazu, dass das zumindest teilweise
als Discount an den Kunden weitergegeben wird im Zertifikatepreis, weil das Zertifikat ja keine Dividende zahlt. Und wir Wir sind sprechen hier dann bei dem gleich ersten nochmal Produkt. über die ganzen Kursziele, was auch die Analysten ausrufen, beim Zertifikat selber. Also wir sehen die Aktie ja am Boden. Da gibt es ja ein Discount und ein Cap und du hast ein offensives und ein defensives Produkt dabei. Welche Rendite können wir haben, wenn wir jetzt auf die Vodafone setzen in der Discount-Strategie? Genau, ich habe zwei Sachen rausgesucht, die sind vom Risikoprofil her ehrlich gesagt ähnlich. Also ich habe, wenn du das hier anguckst, bei diesem Produkt, das läuft kürzer, ist dadurch etwas defensiver, es läuft nur 3 Monate. Du kriegst einen Discount auf die Aktie von 7,16%, hast aber auch nur einen Abstand zum Cap von 4,8%. Das heißt, maximal sind 12,9% drin. Wenn sich die Aktie, wie gesagt, um 5% nach oben bewegt, nimmst du die 12% mit. 12,9, fast 13%. Wohlgemerkt, 13% in 3 Monaten. Ja? Kleiner Hinweis für alle, die sich das erste Mal mit sowas beschäftigen. GBP steht nicht für Great Britain Pound, sondern wenn das P klein geschrieben ist, ist es Great Britain Pence. Also wenn ihr euch irgendwo den Aktienkurs der Vodafone anguckt, wundert euch nicht. Das sind dann 0,7, weil es nämlich auf den meisten Webseiten in Pound dargestellt wird. Die drücken es hier in Pence direkt aus, deshalb sind es 70,00. Wir sind im Moment, hier oben sieht man es auch, der Aktienkurs in Great British Pence, 66,97. Und Wenn der ihr Kurs irgendwo sieht ja anders als guckt. Penny Stock aus. Die Firma ist ja mehrere Milliarden, also 20, 22 Das Milliarden ist Euro wert. ein Phänomen der Engländer, dass sie in Pence quotieren und nicht in Pound. Also so wird es an der LSI gehandhabt. Das wäre so, wie wenn wir in Deutschland in Cent oder damals in Pfennigen notieren würden. Das Tun ist wir kein aber nicht. Penny Stock, es ist ein Es ist kein seriöses, Penny Stock. großes Unternehmen mit einer hohen Market Cap. Ganz genau so ist es. Der Zertifikatepreis natürlich in Euro ausgedrückt, 63 Cent. Ich habe auch diesmal nicht die Schaubilder mitgebracht. Die hat es mir heute Morgen zerfetzt, als ich sie vorbereiten wollte, weil ich dann erst festgestellt habe, dass es Quanto-Euro-Zertifikate sind und da war jetzt nicht mehr die Zeit, das dementsprechend vorzubereiten. Aber wir sehen es hier im Endeffekt ganz gut. Implied Vol 46, das ist ganz interessant. Auf 3 Monate eine 46er Vol, weil die Aktie hat eine 34er. Das heißt, wenn dir das Discount-Zertifikat ist ja ein Produkt, wo du Volatilität verkaufst und wenn dir der Emittent hier mehr gibt, nämlich 46 Volatilität, dann machst du ein gutes Geschäft. In diesen 3 Monaten, die jetzt kommen, gibt es auch keine Dividende mehr. Das heißt, du kriegst hier tatsächlich die Vola ausgezahlt ohne Dividende. Das ist das eine Produkt. Das andere ein bisschen aggressiver, weil du kriegst einen geringeren Discount, hier von 5,5% ungefähr. Hast aber einen viel größeren Abstand zum Cap, nämlich 20%. Und das ergibt eine Maximalrendite, die möglich ist von rund 26, 27%. Läuft ein halbes Jahr, da musst du schon bullish sein. Also wenn du sagst, das Ding läuft seitwärts, dann machst du mit dem Produkt hier gerade mal 5%. Die würdest du umgerechnet auch mit der Aktie machen, weil Dividendenzahlung kommt im August. Ungefähr 5% müsstest du noch Abgeltungssteuer drauf zahlen. Aber wenn du eine moderat bullische Meinung hast, also wie gesagt, wir sind bei 66, 67 Cent, Pence, du hast Luft nach oben bis 80 Pence. Das kannst du mitnehmen in den nächsten 6 Monaten. Ich bin eher positiv auf die Aktie gestimmt. Ich glaube, Value-Titel, und das ist ein Value-Titel, im Moment konzentrieren sich alle irgendwie auf Tech und KI und große Wachstumsraten von den dividendenstarken Titeln, von den Value-Titeln. Ist das jemand, also die Vodafone, meiner Meinung nach, die eher kommt. Und von daher ist eine attraktive Nummer und ich glaube, man kann sogar den etwas aggressiveren oder offensiveren Titel hier nehmen. Wie gesagt, gibt nur einen Discount von 5,5%, aber dafür hast du nach oben noch jede Menge Luft. Ja, und du hast angesprochen, das Aktienrückkaufprogramm könnte hier, oder soll ab 2025 laufen. Das heißt, Buybacks sind ja immer kursfördernd, aber 25, die Zertifikate laufen ja nur bis 24. Also, aber diese Story ist zumindest schon mal raus. Es gab noch eine Analysteneinschätzung der UBS, die
bestätigten kaufen, also die Einschätzung bei Kursziel 98 Pence. Das geht so in Richtung des Caps, aber das heißt, die Aktie wird ganz positiv bewertet, zumindest jetzt von der UBS. Die anderen Analysten sind noch skeptischer. Aber in dieser Gemengelage macht es Sinn, ein offensives Zertifikat zu nehmen, wie du es rausgesucht hast, was nur 3 Monate läuft und dann eine attraktive Rendite abwirft. Ja, absolut. Wir können uns auch, das ist auch ganz interessant, ich weiß nicht, ob das hier unten ist. Ja, wir können uns auch mal anschauen. In den letzten 3 Monaten hat es 6 Analysen dazu gegeben. 3 waren kaufen, 3 waren halten. Da war nicht eine Verkaufsempfehlung da. Die Aktie wurde natürlich stark gebeutelt, aber anders als jetzt das, was wir gestern bei Crash Cash besprochen haben mit der Vonovia, das ist eine Aktie, die ist solide, die hat ihre Hausaufgaben in den letzten Jahren gemacht, wurde stark abgestraft, okay, aber hat jetzt jede Menge Cash, schütten das zum Teil an die Investoren aus, nehmen es aber auch mit, nächstes Jahr gibt es ein Aktienrückkaufprogramm, also die gehen die richtigen Wege und sie schalten um auf Attacke. Das möchte ich auch nochmal sagen. Sowohl in Deutschland als auch international, die Vorstände in England haben gesagt, man hat diese Teile des Europageschäftes, Italien ist ein sehr, sehr schwieriges Geschäft im Mobilmarkt, sehr, sehr wettbewerbsstark. Man wird also hingehen und sich auf Märkte konzentrieren, wo es Wachstum gibt. Also wir haben Wachstum, wir haben Dividende, auch wenn die gekürzt wird, aber dafür ein Aktienrückkaufprogramm. Wir haben eine Aktie, die in meinen Augen unterbewertet ist jetzt. Und das alles zusammen sollte doch eine attraktive Nummer sein. Die Produkte sind super fair gepreist. Ja, und die Vodafone haben die meisten oder auch in der Berichterstattung die wenigsten auf dem Radar. Ich glaube, in einigen Foren wurde schon darüber diskutiert, ob die Vodafone nicht ein Top-Pick ist. Wir finden, die Aktie ist attraktiv und vor allen Dingen noch die Discounter, die du rausgesucht hast, vor allen Dingen auch. Und ja, also wenn euch das gefällt, sucht euch gerne das Produkt raus. Ist natürlich wieder keine Anlageempfehlung, sind nur Tipps und Hinweise und wir suchen nach euch, für euch nach attraktiven Produkten. Und Flo, ich glaube, wenn die Zuschauer noch weitere Aktien haben, die vielleicht interessant sind, dann könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Wir kriegen auch hier und da mal Feedback. Und wenn ihr die Zertifikate kauft, dann achtet immer ein bisschen drauf, den richtigen Emittenten zu nehmen. Die Handelbarkeit muss gewährleistet sein. Ihr könnt über die Börse kaufen, ihr könnt außerbörslich kaufen. Und ja. Hast du noch was zu sagen? Takeaways? Ich glaube, wir sollten irgendwann mal einen separaten Tipps und Tricks beim Kauf und Verkauf von Zertifikaten, so ein Tutorial, ich will ja keine Tutorials machen, aber wir sollten aus der Praxis heraus vielleicht mal einen separaten Film machen, damit wir uns in den Videos nicht selber wiederholen müssen. Klar, keine Handlungsempfehlung, klipp und klar, keine Handlungsempfehlung, denkt dran. Aber das ist ein attraktives Ding, was man durchaus machen kann. Zocten ist ein Emittent, der ist so lange am Markt. Ich habe da auch mal gearbeitet, vor sehr, sehr langer Zeit. Und da kann man aber machen. Also das ist eine gute Geschichte. Thomas, ich danke dir. War eine gute Sendung. Bis zum nächsten Mal und liked bitte das Video und abonniert auch deinen Kanal, der bald kommt, oder? Cashflow? Ich fange heute an. Sehr gut, ich freue mich drauf. Ich bin wahrscheinlich der Erste, der den Kanal dann abonniert. Also, danke dir vielmals. Nach Zypern. Bis bald. Tschüss, tschüss.